Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Green. It's the English Man. Diese Woche Europe und Carrie. Carrie ist der Name eines Mädchens in dieser traurigen Geschichte. When lights go down, wenn die Lichter erlöschen, I see no reason, sehe ich keinen Grund für dich zu weinen. Wir haben das doch alles schon durchgemacht. Zu jeder Zeit, Jahr ein, Jahr aus, hab ich's Gott weiß versucht. Also bitte, verlange nicht noch mehr. Fans von Europe meinen, der Song erzählt von einer Liebesgeschichte und wie schwer es ist, eine Beziehung zu beenden, ohne dem Menschen weh zu tun. Andere dagegen meinen, Carrie sei eine Frau, die an einer Überdosis Drogen stirbt. Für mich klingt es so, als würde es um eine Frau, einen weiblichen Fan gehen, die in Frontman Joey Tempest verliebt ist und bei jedem Konzert dabei ist, in der Hoffnung, dass sie zusammenkommen werden. Ich kann deine Gedanken lesen, ganz ohne die Absicht zu haben, lieblos wirken zu wollen. Ich könnte es erklären. Es braucht alles Zeit, eine ganze Menge Geduld. Wenn es ein Verbrechen ist, wieso fühle ich dann keinen Schmerz? Tja, das wiederum klingt wie die Trennungstheorie. Obwohl, vielleicht möchte er mit diesem Fan zusammen sein. Doch es geht einfach nicht. Aber im Refrain klingt es so, als könnte es doch die Geschichte mit dem Drogentod sein. Siehst du es mir denn nicht an den Augen an? Dies könnte unser letzter Abschied sein. Carrie, Carrie, die Dinge ändern sich, die Dinge ändern sich. Carrie, Carrie, vielleicht treffen wir uns wieder. Treffen wir uns irgendwo wieder, wenn die Lichter erlöschen. Nun könnt ihr euch selber aussuchen, welcher von den drei Geschichten euch am besten gefällt. Wenn ihr dabei Hilfe braucht, hört mal rein in der SAW Mediathek auf radio-saw.de. Dort könnt ihr die Übersetzung von Carrie nochmal in Ruhe anhören. Was heißt das auf Deutsch? Superhits und ihre Texte. Übersetzt von Warren Green. Nur hier auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.